Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Brick Story. Heute mit allen Lego Star Wars Battle Packs. Mein Name ist immer noch Benix und los geht's. Wir schreiben das Jahr 2007. Da gab es gerade die neuen geformten Blaster und das Droids Battle Pack und Clone Troopers Battle Pack. Das Droids Battle Pack. Da hatten die, also das war mit Kampfdroiden und Superkampfdroiden, da hatten die normalen Kampfdroiden noch so einen Arm, der seitlich war und konnten dann keinen Blaster aufrecht halten. In dem Set war dann so ein Transporter und ein kleiner Step noch mit dabei. Und das sehr beliebte Clone Trooper Paddle Pack, da waren Shock Trooper dabei, da waren Clone Trooper Commander dabei und noch zwei normale Phase 3 Klone dabei. Sehr cool war hier, dass die Augen so eingelassen waren. Also waren Lücken drin. Im nächsten Jahr, dann 2008, der Rebel Scout Speeder. Ja, da war halt irgend so ein Speeder für Rebellen dabei. Und man konnte diese Kanone da oben drauf auch abnehmen und als Turm nehmen. Und noch vier einheitliche Rebellensoldaten. Sehr cooles Battle Pack. Und dann das Imperial Dropship, auch sehr cool, mit drei imperialen Clone Troopern. Als nächstes dann das beste Set überhaupt, das Clone Walker Battle Pack mit drei Clone Troopern, vollkommen weißen Clone Troopern, noch so einer Ausrüstung für einen Kommando-Klon und noch einem Clone Gunner dabei. Absoluter Hammer zum Armeen bauen. Also es gibt so viele Videos auf YouTube, wo Leute sich davon tausend gekauft haben. Der Hammer. Das müssen die wieder machen. Dafür das zweite ein bisschen schwächer. Ein paar Assassin-Droids gab es da drin. Und so ein Speeder. Die Assassin-Droids ja, waren gut, um eine Armee aufzubauen. Aber mir wären normale Droiden da lieber gewesen. Als nächstes dann die 8083, die Rebel Trooper Battle Pack auf Hoth mit drei sehr schönen Rebellen, wie man sie auf Hoth halt sieht. Einen Piloten noch dazu. Schön, irgendwie so ein Panzer. Gut, der kommt jetzt nicht aus dem Film. Ist halt so. Und dann noch das Snowtrooper Battle Pack mit zwei Snowtroopern, einem Piloten und einem Commander. Hier ein bisschen schade, dass man noch so einen Piloten und so einen Commander noch damit bei hat. Die kann man halt nicht mehrfach benutzen. Als nächstes dann mein Favorit der Battle Packs, das Mandalorian Battle Pack. Davon habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Stück. Ich habe eine riesen Mandalorianer-Armee und da waren halt 4 einheitliche Mandalorianer drin. Klasse. Habe ich wirklich geliebt. So wie dann das Clone Troopers Battle Pack, da habe ich, glaube ich, 4 von. Da sind 2 Bomb Squad Trooper dabei, die Orangenen. Ein ARF Trooper und ein Clone Trooper Commander mit so grünen Markierungen. Und ein Barks wieder auch noch, der kommt auch in der Serie vor. Von daher finde ich schon ein ganz gutes Battle Pack. Im nächsten Jahr, in 2012, sind die Battle Packs dann leider ein bisschen teurer geworden. Mit dem 9488 Clone Troopers and Commando Droids Battle Pack. Da war so eine kleine Kanonenstation dabei. Ein super klasse Arc Trooper Commander. Ein roter ARF Trooper und noch 2 Commando Droiden. Hier hatten die Droiden auch noch solche schönen alten Blaster. Gefällt mir sehr gut. Parallel dazu gab es dann noch das Endor Trooper und Imperial Trooper Battle Pack. Da war so ein kleines Baumversteck und noch ein Speeder dabei, sowie ein Imperialer Trooper, ein Bike Trooper und 2 Rebellensoldaten. Die Rebellensoldaten finde ich ziemlich gut und leider nur ein Imperialer, das war ein bisschen schade, aber immer noch besser als das Set, was wir in 2013 bekommen haben. Das war das Clone Troopers and Droidicas Battle Pack. 2 Droidicas, die nicht sonderlich gut aussahen und ein weißer Clone Trooper und ein Clone Trooper Gunner dabei.
Ein bisschen verschenktes Potenzial, finde ich. Also, ich verstehe nicht, was schwer daran ist, einfach in ein Set viermal die gleiche Figur reinzutun. Naja, dazu gab es dann auch noch in dem Jahr einen Old Republic Battle Pack mit zwei Sith-Troopern und zwei Republic-Troopern. Der eine Republic-Trooper hat hier eine super coole Kanone. Leider sind dann hier nur drei Blaster drin gewesen, aber für dieses Gewehr kann man das entschuldigen. In 2014 gab es dann das erste Mal drei Battle Packs oder so, wenn man ein bisschen anders zählt, sogar vier. Einmal die Utapau Troopers. Da war dann so ein großer Octopara-Druid drin und zwei 212. Troopers und solche Crossbone Troopers. Cooles Battle Pack. Leider hier haben wir dann das erste Mal solche All-Stud-Shooter drin. Das ist natürlich absoluter Horror, wenn man eine Armee bauen will, wenn man die Dinger überhaupt nirgends so für benutzen kann. Die sehen einfach nur bescheuert aus. Genauso wie das Kashyyyk Trooper Battle Pack. Da hatten wir dann zwei so Scouts und zwei normale drin, leider auch wieder mit solchen Stud-Shootern. Und dazu gab es dann auch noch das Death Star Troopers Battle Pack mit solchen Schützen vom Todesstern. Finde ich, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Zwei Gardisten waren da auch noch mit dabei. Eine gute Möglichkeit, um die mal billiger zu bekommen. Aber leider auch wieder mit den Stud-Shootern. Da gab es dann dazu noch ein erstes 20 € Battle Pack. Das ist nicht ganz offiziell, aber ich würde es da noch mit dazu zählen. Da waren dann zwei Battle-Droiden mit dabei, zwei Superkampf-Droiden. Und sein richtig cooler Bark-Trooper mit einem Bark-Speeder, der auch noch so einen federgestützten Shooter hatte. Das war damals in dem Jahr neu. Und da war auch noch ein Stab dabei. Dann in 2015 gab es sehr gute Battle Packs. Einmal das Shadow Trooper Battle Pack mit zwei so Shadow Troopers und zwei schwarzen Gardisten. Dann war da halt irgendwie so ein Fluggerät dabei. Dazu gab es dann auch noch das Imperial Troop Transport, das ist wirklich eins der besten Battle Packs. Leider mit Stud-Shootern und leider mit den Clone Troopers aus Star Wars Rebels, aber trotzdem, wir haben hier imperiale Trooper dabei. Sehr cool. So ein Troop Transport, den gibt es auch wirklich im Star Wars Rebels in der Serie. Von daher kann ich damit leben. Und in dem Ja, gab es dann auch noch die Senate Commando oder das Senate Commando Battle Pack mit vier Senatswachen. Die gab es damals bis zu dem Zeitpunkt nur in so richtig teuren Sets, wie zum Beispiel den 8083 Venator. Und jetzt hier auch noch ein bisschen billiger. Das Geonosis Trooper Battle Pack mit einem sehr coolen Walker, der auch so eine Drehkanone vorne dran hat und zwei und ja, vier in so orange-sandfarbenen Troopern. Im nächsten Jahr dann zu Star Wars Force Awakens. Das kam ja 2015 im Winter raus und 2016 im Frühjahr kamen dann die Battle Packs raus. Einmal das Resistance Troopers Battle Pack mit vier Resistance Troopern. Leider hat einer keinen Helm, aber passt. Von den Resistance Troopern gibt es ja eh nicht so viele. Dazu gab es dann auch noch das First Order Battle Pack. Das war eine echte Enttäuschung. Da war ein normaler First Order Soldat dabei. Und dann noch, ja, so ein Pilot, so ein Offizier und so einer mit so einer Weste. Der mit der Weste, der ist ja noch in Ordnung, aber die anderen beiden, was soll man damit? Genauso gab es dann in dem Jahr auch noch das Rebel Alliance und Galactic Trooper Battle Pack. Die waren beide aus dem Videospiel Star Wars Battlefront. Das Galactic Trooper Battle Pack war ziemlich cool. Da waren Jetpack Trooper dabei und noch so ein Shock Trooper und ein Pilot. Und das andere war auch relativ cool mit den Rebellen Troopern. Sehr cool, dass hier so einer wie Greedo halt dabei ist und so einer wie Bane. Aber meine Favoriten kommen jetzt erst. Also erstmal wurden die Battle Packs in 2017 wieder auf 14,99 € runtergesetzt. Und damals gab es dann das Imperial Trooper Battle Pack. Sehr, sehr cool. Mit zwei Death Troopern
und zwei imperialen Troopern. Dazu noch so ein Walker. Super, um eine Armee zu bauen. Leider auch wieder mit den Stat-Shootern, aber hätte man die nicht gehabt, wäre das eigentlich das perfekte Battle Pack. Dann könnte es sogar in Konkurrenz zu dem 8014 Clone Walker Battle Pack treten. Aber so. Dazu gab es dann auch noch das Rebel Trooper Battle Pack mit vier Rebellen, wie man sie aus Star Wars Rogue One kennt. Sehr schön, auch eins meiner Lieblinge. Anschließend dann in demselben Jahr auch noch das First Order Battle Pack, diesmal verbessert mit zwei First Order Clone Troopern, einem First Order Officer und noch einem Flame Trooper. Der Flame Trooper, sehr cool, finde ich gut. Und hier war auch endlich mal wieder so ein Blaster drin in dem Set. Und der Flame Trooper ist, glaube ich, auch in dem First Order Transport Set drin. Von daher sehr schön. Genauso wie das Bounty Hunter Battle Pack mit vier Kopfgeldjägern. Sehr abwechslungsreich. Für die, leider kann man davon nicht so eine Armee bauen, wie es eigentlich mit dem Battle Pack gewollt ist. Aber na gut, immerhin vier Kopfgeldjäger für gerade mal 15 Euro. Dann im nächsten Jahr haben sie sich gedacht, machen wir die Battle Packs wieder teurer. Um 2 Euro sind wir wieder bei 16,99 Euro. Mit dem First Order Specialist Battle Pack. Zwei Executioner First Order Soldaten sind dabei. Wieder so ein Pilot und ein Offizier. Und so eine kleine Kanone noch. Und dann das Tatooine Battle Pack mit einem Tusken Raider und zwei Jawas. Und der Droide, der hier dabei ist, der ist exklusiv, nur in diesem Set. Außerdem gab es dann noch das Jedi and Clone Troopers Battle Pack mit Ki-Adi-Mundi und Barriss Offee. Das war jetzt echt, das hätte eigentlich nicht nötig getan. Die hätten da einfach vier Clone Trooper reinmachen müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Aber was soll's. Genauso gab es dann noch zum Solo-Film das Imperial Patrol Battle Pack mit zwei super coolen imperialen Soldaten. Ja, dann halt noch wieder zwei imperiale Offiziere dabei. Na gut. Und dann in 2019, gerade erschienen, wieder runtergesetzt auf 14,99 Euro, das Elite Praetorian Guard Battle Pack mit einem First Order Soldaten und drei Praetorian Guards. Cooles Set. Und dazu noch das Inferno Squad Battle Pack. Hier auch wieder mit drei normalen Soldaten und Eden Versio. Das ist übrigens die 1000. Minifigur von Star Wars, die 1000. individuelle Figur, die bei Bricklink gelistet ist. Dazu noch so einen kleinen Speeder, ist in Ordnung. Und dann wieder so ein kritisches Set, ob man das jetzt als Battle Pack zählen kann oder nicht. Das Imperial Dropship, ein Remake vom dritten Battle Pack, was es je gab. Diesmal mit exklusiver Han Solo Minifigur, einem schwarzen Stormtrooper und drei normalen Stormtroopern. Davon werde ich mir bestimmt auch mehrere holen. Also, wir haben einige Battle Packs. Ich habe auch einige davon. Ich möchte mal ein Übersichtsvideo irgendwann machen über die ganzen Battle Packs. Aber bis dahin, schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Battle Pack euer liebstes ist. Und schreibt mir, von welchem ihr am meisten habt, wie groß eure Star Wars Armee ist. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt am Stein und ciao.